Okay, die Frage aller Fragen von Michaela aus Österreich. Ich glaube, wir haben uns schon mal getroffen beim NCAS Fanfest. Hallo Michaela, die Frage aller Fragen. Wenn du noch einmal bei NCAS mitspielen könntest, welche Rolle würdest du da verkörpern wollen? Ich glaube nicht, dass es eine bessere Rolle als Ari für mich geben würde. Deswegen würde ich wahrscheinlich die Rückkehr von Ari spielen wollen. Und man kann ja annehmen, dass Ari seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat für Gibbs mit Mitarbeit seiner Schwester oder ohne ihre Mitarbeit, weil sie nicht einmal wusste, dass das keine echte Munition in ihrem Gewehr war. Ja, das wäre so zu erklären. Wäre auch nicht sehr viel weiter gewagt als die berühmte Flucht aus dem Leichenkeller aus Bête Noire, die erste Episode. Okay, also Ari würde ich gerne spielen. Die zweite Variante wäre Aris Bruder oder Halbbruder oder Zwillingsbruder, der sich wahrscheinlich jahrelang im Hintergrund gehalten hat und irgendwie für ein Top-Secret-Projekt durch den Mossad in Gibbs' Team eingeschleust wird. Ob Gibbs weiß oder nicht weiß, ob da eine Verwandtschaft besteht, kann man beides machen, aber das Wichtige ist, dass irgendwie mag Gibbs diesen neuen Mann nicht, weil er ihn so sehr an Ari erinnert. Das wäre natürlich die andere Variante, dass ich einen spielen könnte, der mit Gibbs zusammenarbeiten muss oder wieder ein Gegner von Gibbs. Irgendjemand, auf den Gibbs sehr merkwürdig reagiert, weil er ihn so an Ari erinnert. Okay, aber so oder so, Ari ist, glaube ich, die beste Rolle, die ich mir bei NCIS für mich vorstellen kann. Okay, lange Antwort, danke Michaela und tut mir leid für alle, die kein Deutsch verstehen. Und nochmal an Michaela, zweite Frage. Ich glaube, es ist einfacher für mich. sollte es irgendwann einmal nicht mehr mit der Schauspielerei klappen, welchen Beruf würdest du dann ausüben? Ja, als kleiner Junge wollte ich immer eigentlich Bäcker oder Konditor werden. Ich glaube, es lag eher daran, dass bei mir um die Ecke das einzige Geschäft eine Bäckerei, Konditorei war und ich eben damit sehr beeindruckt war. Und dann wollte ich auch Pilot werden, weil alle kleinen Jungen wollten gerne fliegen oder Fußballspieler. Ja, vielleicht ging ja eins von denen immer noch. Bäcker könnte ich immer noch werden. Ich glaube, mit Fußballspieler wird es nichts mehr. Pilot, ja, Hobbypilot könnte ich auch noch werden. realistisch gesehen würde ich wahrscheinlich gerne im Bereich des Geschichtenerzählens bleiben, bloß eben irgendwas anderes als nur Schauspielern in dem Bereich zu machen, mitschreiben, mitproduzieren, irgendwie solche Sachen. Und vielleicht auch sowieso, wenn das Schauspiel weiter funktioniert, würde ich sowieso auch nebenher machen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, mich darin besser auszukennen. Okay, danke Michaela, danke für deine Geschichten und bei dem Wettbewerb mitmachen. Und wahrscheinlich bis zum nächsten Fanfest vielleicht. Ciao.
And some questions from Claudia aus Deutschland. Ich glaube, du bist Zweite geworden, Claudia. Claudia came in second place. By the way, thank you to everyone who participated or thought about participating. And of course, thank you to Zilke. Claudia, which NCIS actress or actor was most fun or interesting to work with and why? That is always such a tough question to answer. Because I get that a lot, not only about NCIS, but I honestly feel that I enjoy everyone in their own way. So it's very hard to compare. It's like comparing different cities. Well, I like a different city for a different reason than another city. I guess I mostly worked with Mark Harmon and Sasha Alexander, and I really enjoyed that with both of them. And so I guess I would have to say them. But I don't know, maybe the most fun, because it was so different, was maybe working with, what's his name, Ducky. Ducky, when I got to kidnap him and have all my little conversations with him over the phone. Actually, yeah, I worked with him a lot, actually. So maybe in terms of just fun, that was fun for me because it's different, and he's such a loopy little character. Yeah, I like that. Question number two, what's your favorite movie genre? I would guess something like a thriller is, but I have to say that when a film is well done, I don't care what genre it is. You know, it's within every genre you can have a great film. So, yeah, I love it. Well-made comedy. Or, yeah, maybe what I don't like, you know, I don't really like horror. I don't like reality TV. But in terms of, you know, fictional film or even television, when something's well written and well acted, well produced, I like it. I don't care what genre it is. Okay. Question number three. Which question would you love to answer that no one has asked you so far? Well, I guess that would be it. The perfect question. So my answer is going to be this one. Perfect. Okay, thank you. Thank you, Claudia. Thank you, everyone. Bye.